So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Animal Crossing New Horizons. Wir befinden uns gerade im Ladebildschirm zu der morgendlichen Ansprache von Tom Nook, haben Fatimas Geburtstag zu feiern und die Eröffnung dieses Gebäudes. Hallo. Oh, und der Kleiderhändler ist sogar heute da. Der ultra nice. Hallo, bitte dann, hier spricht Tom Nook. Es ist Donnerstag, der 26. Alter, der Platz ist voll cool geworden. Schwarze Brett ist sogar gepimpt worden. Es ist Donnerstag, der 26. März 2020, 11.03 Uhr. Heute hat Fatima Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Nun, ihr könnt euch sicher schon alle denken, was als nächstes kommt. Ganz recht, unsere heutige große Ankündigung. In einer vorherigen Durchsage erwähnt, ist das Server Center jetzt fertiggestellt. Herr Spalter, hallo? Und das ist noch nicht alles für heute. Wir dürfen auch eine neue Mitarbeiterin begrüßen. Na, nur nicht so schüchtern. Die kennen wir! Hallo, ich bin Melinda. Wie Herr Nook schon gesagt hat, arbeite ich ab jetzt im Service Center. Ich habe noch viel zu lernen, aber ich werde mein Bestes für die Bewohner von Zylindrien geben. Süßes Hawaii-Hemd. Melinda hat schon Erfahrung auf diesem Gebiet, also wird sie sicher eine große Hilfe sein, hm? Aber das war noch nicht alles. Wir haben nicht nur das Gebäude, sondern auch den Festplatz etwas umgestaltet. Normalerweise ist der Festplatz für Bewohner und vorbeikommende Händler gedacht. Aber nun wird es dort zu bestimmten Anlässen besondere Feierlichkeiten geben. Das wird toll, ja. So, und damit wären wir für heute am Ende angelangt. Eine Sache wäre da aber noch. Dies war meine letzte Durchsage. Ab morgen wird Melinda euch mit Neuigkeiten versorgen. Ich werde mich bemühen, euch immer auf dem Laufenden zu halten. Ich hoffe, dass ihr gern einschaltet. Ja, genau. Neues Gebäude, neue Mitarbeiter, wir wachsen und gedeihen. Schaut einfach im Service Center vorbei, um zu erfahren, was es Neues gibt. Hm? Natürlich werden wir noch eine kleine Einweihungsfeier für unser neues Service Center veranstalten. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. Das war's dann auch, glaube ich. Bei Problemen werden Melinda und ich euch gerne natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Alter, wie cool. Jetzt ist die auch da. Die kennen wir aus New Leaf. Die war so die Sekretärin / Mitbürgermeisterin im vorherigen Teil. Im vorherigen Teil war man Bürgermeister. Und da sind wir daheim. Hallo. Und mein Handy bimmelt, mein Mikrofon klingelt, hallo? Wollen die denn? Ich wäre doch da freiwillig hingegangen. Hallo? Ihr schleppt aus Noxlag am Telefon. Ich möchte doch gerade mit Zombie, oder? Deine Verkaufskistengeld ist da. Wir haben 8000 Sternis auf der Konto, wirklich. Vielen Dank nochmal. Okay. Ich weiß nicht, was das für eine Schnappstimme war, aber passt schon. Oh, guck mal, es läuft heute andere Musik. Das erste Mal. Was ist mit dem Ding? Warum wächst es nicht und warum wächst das andere? Nee, es wächst auch nicht mehr. Oh. Wachsen bestimmt nicht wegen dem Weg, den ich dahin gemacht habe. Ich habe den Weg weggemacht, jetzt dürft ihr wieder wachsen. Warte, ich muss den auch wegmachen. Und den auch wegmachen. Toll, jetzt brauchen die 2 Tage länger. Egal. Pusht? Einen Moment bitte. Sachen von... Nee, das sind alte Sachen. Nur von Nook Inc. Nachricht vom Service Center. Zur Öffnung des neuen Service Center gibt es neue Nook Meilen Prämien. Mitglieder von Nook Meilen Plus können jetzt außerdem 5-fach Meilen verdienen. 5-fach? Junge, wie cool. Gott sei Dank wurde das mir nicht gespoilert. Und es gibt ein Gratis-Ticket. Das ist cool. Da guck ich einen Ultra-Platz an. Oho. Bevor wir loslegen, habe ich das in der gestrigen Folge gehabt, wie ich Spinnen gefangen habe? Bestimmt. Aber trotzdem, gehen wir nochmal hier meine Screenshots kurz durch. Also, ich hatte einen Luftballon mit der Schleuder ins Wasser geschossen und habe dafür Meilen bekommen. 300. Da habe ich sogar einen Videoclip, genau. Da habe ich auch auf Twitter schon geteilt, aber ich habe es bis jetzt noch nicht gezeigt. Da, bam. Platsch. Und dann habe ich Meilen dafür bekommen und direkt eine Meldung so. Das ist cool. Genau. Dann habe ich vom Bertran den Steintisch bekommen. Den habe ich ja schon in meiner Wohnung stehen. Da habe ich einen Glaskopffisch geangelt, den Riemenfisch geangelt. Dann habe ich die Eröffnungsfeiern gemacht, auch alle. Da war es nichts Großartiges passiert, da haben sich nur alle gefreut. Dann habe ich Jessie nochmal besucht und die hatte so dasselbe Outfit wie ich an, im Gesicht. Da habe ich dann den seltensten Fisch gefangen, den Quastenflosser. Genau. Da habe ich bei Regen auf einer Insel gefangen. Dann habe ich an meinem Steg mehr Marlin gefangen, nicht Merlin. Der ist auch selten. Und da habe ich einen coolen Screenshot, wie ich von einer Spinne angegriffen werde, während ich gerade einen Käfer fange. Aber danach habe ich auch noch eine Spinne gefangen. Und das war da, wo ich den Laden besucht habe, für meine Rüben zu verkaufen. Genau.
Und da habe ich 3 Stempel Rübenguru direkt bekommen. Das war durch die Bastelanleitung in Plus, die konnte man kaufen. Da habe ich die Rezepte bekommen. Da war die Ladeneröffnung. Da war die Museumseröffnung. Und da habe ich an einem Baum so einen komischen Käfer gefangen. Der hing da einfach runter, als ich ihn geschüttelt habe. Und da habe ich noch so einen Fichtenbock gefangen, der auf Baumstämmen sitzt. Genau. Ich weiß nicht, was der Screenshot ist, aber cool. Ja, da habe ich diese Bambusinsel gehabt. Da habe ich sogar einen Screen gemacht, okay. Dann habe ich einen Masulachs gefangen. Dann habe ich gestern ein Müllrezept bekommen für Mülltapete, Müllboden und Müllsäcke, weil ich so viel Müll schon geangelt habe. Und dann habe ich einen Huchen geangelt. Den habe ich auch noch abgegeben. Genau. Das war ein kleines Update meiner Welt. Und jetzt gucken wir uns doch mal an, was hier abgeht. Ihr solltet übrigens, ich hoffe, das Video kommt noch überhaupt im März. Im März gibt es 7 Tiere verschwinden ab März. Der blaue Schmetterling und 6 Fische. Der Huchen verschwindet, den man in Flüssen fängt, ab einer Ebene erhöht. Also alles, was da dieses hellere Grün auf der Minimap ist, da ist überall der Huchen. Dann den Flussbarsch, den man in Flüssen fängt. Den Bitterling, den man im Meer, nee, auch in Flüssen fängt, genau. Dann den Stör, den man an Flussenden fängt. Den habe ich selber noch nicht, den muss ich auch noch angeln. Und im Meer verschwinden der Seeengel und der Anglerfisch. Die beide so, ja, der Seeengel ist hier immer da und der Anglerfisch ist so gegen Abend da. Das sind die Fische, die alle verschwinden. Da solltet ihr so euch ranhalten, wenn ihr die noch fangen wollt. Achso, ich habe mir so einen kleinen Bambusrucksack gebastelt. Ist der nicht süß? Ja. So, gucken wir mal hier rein. Ist ja ultra cool, dass einfach jetzt ein fettes Gebäude hier steht. Fühlt sich meine Insel richtig cool an. Hallo. Oh, Chompei. Hallo, hallo. Cool. Herzlich willkommen. Da ist sogar immer noch so ein kleiner Bastelplatz. Herzlich willkommen in unserem heimeligen Service-Zelt. Ach, ich sag hier immer noch Zelt. Jetzt haben wir doch ein herrliches Gebäude. Und alles nur dank dir. Musik. Die alte Animal Crossing-Musik. Also, ich hatte ja bereits in meiner Durchsage erwähnt, aber wir benötigen eine qualifizierte Kraft, die sich um ein neues Gebäude kümmert. Also hätten wir hier Belinda, die diese Aufgabe in ihre fähigen Hände nimmt. Dann bist du also Zombie, ja? Tom Luke hat mir schon viel von dir erzählt. Heute ist mein allererster Tag hier, da werde ich sicher noch viel über meine neue Aufgabe lernen müssen. Aber es gefällt mir hier schon richtig gut, auf der Insel. Ich werde euch nicht vertäuschen, das verspreche ich. Zombie struggelt mal wieder beim Lesen. Schon gesagt, Belinda und ich werden uns die Arbeit aufteilen, damit es hier gleich noch besser läuft. Ich werde mich um alles kümmern, was in Richtung Bau, Eigenheim und generell Handwerkliches geht. Belinda ist derweil für dich da, wenn du Hilfe in puncto Inselleben, Betrieb und Organisation brauchst. Setze dich einfach an den richtigen Schalter, dann kommen wir gedüst wie eine ganze Flotte Dodo-Jets. Ach, und dank unserem tollen neuen System bieten wir nun auch niegelnagelneue Leistungen an. Da hätte ich nur noch eine winzige Bitte an dich, falls es dir nicht so ausmacht. Such doch mal meinen Schalterplatz, wenn du ein Momentchen Zeit für mich hast. Unser Service Center ist jederzeit für dich und ganz zu den Rinder. Komm vorbei, wenn du magst. Oh, wie cool. Erstmal gucken, was ich kaufen kann. Oh. Entschuldigung dafür, dass Nook-Portal wegen des Umbaus gestern nicht verfügbar war. Als Wiedergutmachung hat jeder Kunde, der heute das Nook-Portal nutzt, 500 Meilen. Außerdem wird der Tagesbonus ab morgen so berechnet, als hätten sie das Nook-Portal 7 plus Tage genutzt. Wir hoffen, dass sie auch weiterhin das Nook-Portal und Nook-Meilen-Programm nutzen werden. Oh, wie nett. Ich hatte schon Angst, dass es sich irgendwie, dass es ausfällt oder so. Ein Sterni-Coupon? Okay. Taschentricks für Profi. Ist es mehr Tascheninventar? Meistern den Platz immer. Noch mehr? Eine größere Tasche. Als ob das kommt. Okay, das sind einfach Rezepte. Ja, Schilder. Ultra viele Rezepte. Ultra viele Rezepte. Oh, Heldenroboter. Und wie viele Möbel es auch hier gibt. Und wie teuer die sind. Oha. Oha. Wie krass. Ihr Junge. Alter, wie cool. Aber wie, was für krasses Zeug. Gibt es hier auch neue Kleidung? Ich glaube nicht. Nee, es ist ja alles dasselbe hier unten. Hä? Wie ultra cool. Ja, wir kaufen uns erstmal das größere Inventar, würde ich sagen. Kostet ja bestimmt nur 8000, okay. Ja, damit. Ja, Taschentricks für Profis einlösen. Und ich kriege jetzt 5-fache Meilen. Ist ja ultra cool, dass ich noch nicht gar nicht so hart reingegrindet habe. Dann kriege ich ja richtig viele. Ihre Bestellung wurde gedruckt. Oh! Wie cool. Mehr Platz im Inventar. Zack. Ich habe die tiefsten Weisheiten der Packungskunst gelernt. Packkunst gelernt. Jetzt bekomme ich massig Zeug in meine Taschen. Oh, noch eine Reihe mehr. Boah, ist das geil. Denkt ihr, es gibt noch eine Reihe mehr? Oh, sagt's mir nicht. Habe ich hier was?
gelbe Quiltwand und noch ein Karton. Nehmen wir mit. Die Musik ist so schön. Okay, hallo Tom Nook. Komm, was hast du zu erzählen? Ich will es wissen. Ich schaff's nicht auf den Stuhl. Ah, danke. So, ja, dies ist der Beratungsschalter. Ich hier losberate und lass mich rasch erklären, was genau du bei mir überhaupt so anstellen kannst. Neben meinen bewährten Leistungen stehe ich dir hier nämlich auch bei Fragen zum Thema Bauen zur Seite. Alles, was unsere schönen Insel noch fischer, flotter und praktischer macht. Jawohl. Hier kannst du Brücken errichten, Aufträge wie Treppen und Rampen bauen. Ja, Treppen und Rampen. Sowie gebautes Versetzen. Als urlaubsvergnügungssteigernde Zusatzleistung berechnen wir dafür natürlich gewisse Gebühren. Wo du nun im Bilde bist, sag doch mal, was kann ich so Gutes für dich tun? Wie kann ich helfen? Oha, ganz ungeduldig, die Details zu erfahren. Wie? Na, wer kann es dir schon verdenken? Unser Service Center ist ja jetzt in meinem herrlichen Gebäude situiert. Und den Platz kennst du ja ebenfalls. Letzterer wäre wirklich der perfekte Ort für größere Veranstaltungen, wie zumindest ich mal fände. Eigentlich kaum zu glauben, wie aus einem unbewohnten Einland ein solch schöner, belebter Ort geworden ist. Und genau diesen Umstand will ich gebührend feiern, weißt du? Ich habe Großes vor, glaub mir. Gigantisch gewaltig Großes, hehe. Erzähl mir mehr. Oha, oho, habe ich etwa dein Interesse geweckt? Dann Ohren auf, die Sache ist so einfach wie pikant. KK, den Musiker, um den geht's. Den laden wir zu uns nach Zylinderin ein. Und dann gibt er ein Konzert und, Zombie? Du weißt doch sicher, wer KK ist, oder? Ja, der hat mich in meinem Traum genervt. Beraten. Dein Geschmack spricht für dich, Zombie. Wenn bei uns mal Karaoke ist, gibt's für mich beim KK-Klagelied ja auch kein Halt mehr. Oh, verzeih den Ausbruch an Begeisterung, ich bin eben ein großer Bewunderer von ihm. Jedenfalls wäre es spektakuläre Publicity für Zylindrien, wenn KK hier einen Auftritt hätte. Nicht, dass unsere Insel jetzt nicht schon ein Juwel der Lebensqualität wäre, aber... Nun ja, ein KK-Konzert wäre wirklich auf Sahnehäubchen. Wäre wirklich das Sahnehäubchen auf dem Eiscafé der kulturellen Relevanz. Junge, wie du dich ausdrückst. Und da wollte ich mal bei dir fragen, Zombie, ob du mir bei der Sache nicht beistehen könntest. Falls du mehr erfahren willst, frag mich einfach, was soll ich tun? Ja, dann erzähle ich dir alles. Wir haben Sachen zu tun, ist ja cool. Was machst du? Hallo. Huch, Zombie. Du bist ja wirklich super schnell. Hallo. Hier an diesem Schalter helfe ich dir bei allgemeinen Fragen und Problemen mit anderen Bewohnern. Die Kleinigkeiten besprechen wir, wenn du darfst, ja? Kein Grund, einfach so direkt in die Vollen zu steigen. Aber wo du gerade da bist, sag doch mal, hast du im Moment denn irgendwas auf dem Herzen? Und ob? Ach, ich bin ja so aufgeregt, mein allererster Auftrag. Oh je, war das jetzt leicht unprofessionell, oder? Puh, also dann, wie kann ich dir heute helfen? Neue Inselflagge, neue Insel... eine Bewohnersache. Was kann ich dir sagen? Was genau hast du auf dem Herzen, Zombie? Macht dir einer der Bewohner das Leben schwer? Ich finde ja, dass sich mittels Kommunikation jeder noch so knifflige Konflikt lösen lässt. Aber wenn du bereits das Gespräch gesucht hast, bleibt mir nichts anderes über, als einzuschreiten. Wer auf unserer Insel daher oder sich unangenehm kleidet, bekommt eine Verwarnung. Schließlich sollen sich alle hier bei uns wohlfühlen. Also sag, wie kann ich dir weiterhelfen? Kein Problem. Oh, nochmal Glück gehabt. Konflikte bereiten mir Bauchschmerzen. Kann ich sonst etwas für dich tun? Ah ja, cool. Ja, das mache ich dann, das Flagge und Inselmelodie. Ich mache erst, warte, ich habe ja ein Designgespräch. Möchtest du die Flagge am Service Center ändern? Und die am Flughafen gleich auch? Prima. Unsere Flagge ist das Aushängeschild von Zylindrien und repräsentiert sämtliche Bewohner. Deshalb flattert sie so stolz vor dem Service Center und winkt auch allen Reisenden am Flughafen zu. Zugeben, das aktuelle Design ist vielleicht etwas antiquiert. Hättest du einen Verbesserungsvorschlag? Ja. Na sowas, Zombie. Das ist perfekt in jeder Hinsicht. Es ist dir tatsächlich geglückt, die Essenz von Zylindrien auf ein Stückchen Stoff zu bannen. Ab sofort wird diese neue Flagge unsere Insel schmücken. Danke für dieses wunderschöne Design. Okay, und dann gibt es halt noch das Inselmelodie-Menü. Du hast die aktuelle Inselmelodie von Zylindrien gar nicht schon mal angehört. Sie ertönt immer zu bestimmten Zeiten und dient als uns Inselbewohnern praktisch als Urersatz. Die aktuelle Melodie ist ein echter Klassiker, aber natürlich sind wir hier bei neuem Gegenüber aufgeschlossen. Auch du kannst eine neue Melodie komponieren und dafür brauchst du nicht mal ein Musikstudium. Falls du das mal probieren möchtest, sag einfach Bescheid. Genau. Das ist, das ist die Inselmelodie. Und die kann man sich zusammenbasteln und mit jedem Bewohner und mit jedem NPC, alle haben so ein eigenes Instrument, wie diese Melodie abgespielt wird. Heißt, sobald ich eine coole Melodie habe, hören wir die ganze Zeit. Und da werde ich mir irgendwas Cooles zusammenbasteln, aber jetzt nicht hier, weil, ja, das ist ja sehr anstrengend.
Ah, ich bastel schon mal irgendwie so ein bisschen rum, das ist... So. Das ist jetzt meine Inselmelodie gerade mal. Irgendwas zusammengebastelt. Nun ja, weil ich selbst ein bisschen Ahnung von Musik habe, lass mich von dir deine Melodie kurz vorspielen. Okay, danke. Wie inspirierend. Deine neue Inselmelodie macht mich richtig froh, ein Teil von Zylindrin zu sein. Von nun an wird dieses Meisterwerk ja auf der ganzen Insel zu hören sein. Ich hoffe, du freust dich darüber. Ich weiß ja noch nicht. Na, danke. Kann ich sonst was für dich tun? Nein, danke schön. Also schön, falls es sonst noch etwas gibt, das ich in Zukunft für dich tun kann, lass es mich wissen. Oh, ich hätte beinahe vergessen, dass Herr Nook etwas mit dir besprechen möchte. Wenn du einen Moment Zeit hast, dann geh doch bitte zu ihm und frag ihn, was soll ich tun? I know, don't stress me. Aber es sollte wahrscheinlich Meilen geben, die beiden Sachen gemacht zu haben, oder? Ja. Melodie und Inselflagge. Cool. Wehender Fahnenschwänger. Und summender Musiker. Perfekt. Ob ich selber auch singen kann irgendwann? Sehr cool. Die Musik hier ist so cool. Ah! Nostalgie. Okay. Was wollte Tom Nook von mir? Ich weiß es gar nicht. Ich will irgendwas. Achso, der wollte den KK hier einladen. Genau. Guck mal, wie cool. Willkommen auf Zombie Island. Ah, das ist cool. Vielleicht mache ich noch irgendwas Cooleres oder so. Das gefällt mir schon mal sehr. Oh, ist ja ultra nice. Allein das mit dem größeren Inventar. Und es wird mir nicht gespoilert bis jetzt. Würde ich sagen, feiern wir jetzt heute Fatimas Geburtstag noch. Und verkaufen unser Zeug und holen das Haus-Upgrade? Ja, genau. Und dann machen wir beim nächsten Mal den Auftrag von Tom Nook. Das klingt nach einem schönen Ziel. Da haben wir die Pfanne mit Ratatouille. Es ist zwar wahrscheinlich mittlerweile kalt, aber nicht mein Problem. Aber guck mal, Leute. Die verkaufen wir jetzt auch alle. Erstmal nur die Vogelspinnen, würde ich sagen. Junge, 1,5 Stunden auf einer Insel gestorben. Und da hat mich auf Twitter einer angemeckt und gesagt, kannst du doch gleich Geld cheaten. Ich bin 2 Stunden auf dieser Kackinsel gestorben an Spinnen. Ich habe mich abgearbeitet. Und besonders mit Angeln kriegt man doch in der Zeit auch ähnlich viel Geld. Wahrscheinlich nicht ganz so viel, aber... Junge. 2 Stunden kann man schon sein Inventar ein paar Mal voll angeln. Schon schneller, als hier 1000 Vogelspinnen zu fangen. Deine Tasche ist voll. Das ist ja schade. Gucken wir mal die Gelb-Quintwand an, wenn wir gerade dabei sind. Oh, schön. Aber mir zu hell. So, das verkaufen wir jetzt. Let's go. Das wird zu cool. Und dann kriegen wir bestimmt die Tage jetzt auch noch Wege. Ich hoffe es. Weil mit wenn ich Wege habe, dann... Das würde ich wahrscheinlich auch halt... Du hast halt oft gemacht. Alter, wie cool der Mensch da hinten ist und die Matschestatue. Ja, Alter, das ist richtig cooles Zeug. Erstmal kaufen. Und das Waschbecken ist auch cool. Das wollte ich eh haben, aber konnte ich nicht kaufen beim letzten Mal. Was können wir heute für dich kaufen? Ich möchte verkaufen. Ich habe etwas anzubieten. So. Bitteschön. Das ist ja einiges für uns. Ich rechne mal durch. 230.000 Sternis. Dankeschön. Ja, extra Geld kommt in die Tasche. Man kann immer nur 100.000 gleichzeitig tragen, ohne einen Beutel zu haben. Vielen Dank, dankeschön. So, den Rest da kaufe ich mir später. Ist ja kein Problem. Dann gehen wir jetzt noch zu Fatima besuchen und feiern ein bisschen Geburtstag. Das ist doch ein guter Anlass. Oh, wie schön das alles wird. Ja, wird so cool. Ich kann jetzt bestimmt auch, wenn ich jetzt so Bauprojekte starten kann, kann ich jetzt endlich mehr Brücken bauen und vielleicht die Brücke schöner machen und ich kann mein Haus endlich auf die Insel stellen, wo ich es haben will. Das fängt jetzt alles an. So. Hände hoch. Hier hat jemand Geburtstag. Ist sie da? Ja! Oh, wie süß, der Tisch. Willkommen herein zur Spazierzombie. Und der trägt so ein süßes Kleidchen mit Perlenkettern. Hallo. Da hört ihr mein... Ich muss es echt ändern, das ist ja Schmerzen in den Ohren. Ich freue mich, dass du hier bist. Kurz bevor du angekommen bist, habe ich ein ganz tolles Geschenk bekommen. Falls jetzt auch noch eins dabei ist, würde ich von Rührung glatt eingehen. Na klar habe ich eins. Hier. Du hast zwar deine Pfanne nicht mehr, aber bitteschön, eine Pfanne mit Ratatouille. Eine Pfanne! Unglaublich, so ein tolles Geschenk zu bekommen. Da muss ich glatt heulen. Vielen, vielen Dank. An diesem schönen Geburtstag werde ich mich noch lange erinnern. Aha. Kriege ich sogar Gratulationsbonus. Zu einem anderen Insulanten zum Geburtstag zu gratulieren, macht Freude. Und wenn es dafür Nookmeilen gibt, macht es sogar noch mehr Freude. Dann gibt es Nookmeilen dafür. Als ob 10 Bewohner bei mir jemals Geburtstag haben werden. Hilfe. Das werde ich hier nie fertig kriegen. Tja, sollte mich heute älter fühlen als gestern? So richtig erwachsen fühle ich mich jedenfalls noch nicht.
Diese Feier wird in meinem Tagebuch viele Seiten in Anspruch nehmen. Das ist süß. Oh, man kann die Kerzen ausmachen und an. Der Tisch ist ja ultra cool. Ist noch so ein Happy Birthday Schild. Momentan läuft Geburtstagslied. Okay. Alter, Manni! Yo! Was ist mit dir los? Ultra-Styler! Tommy, da bist du ja endlich! Wir haben dich schon sehnsüchtig erwartet! Fatima hat heute schließlich Geburtstag, kommt Party-Laune auf, boy! Direkt zehnmal so cool. Ich hoffe, in genau einem Jahr kommen wir wieder genauso... Wir kommen wieder genauso zusammen. Bim-bam! Oh Gott, jetzt muss ich ein Jahr Animal Crossing spielen. Ich kann das Reh nicht enttäuschen. Zusammen Geburtstag zu feiern, trainiert die Freundschaftsmuskeln, stimmt's, boy? Ja. Auf jeden. Alter, Manni ist einfach ultra im Style-Look. Okay, cool. Das war Fatimas Geburtstag. Oh, du willst schon gehen? Vielen Dank, dass du da warst und für dein Geschenk. Jenne, genieß deinen restlichen Geburtstag. Jessie kommt auch noch vorbei und gibt dir was. Jessie will Fatima abwerben. Muss ich mal gucken, ob ich es zulasse. Okay, da ist Prinz. Hilfe, meine Stadtmelodie. Gehst du auch gerade spazieren, Yippie? Oh, ich kann dir was schenken. Hallo, hallo. Oh, wir holen irgendwelche coole Kleidung. Warte, die Kleidungshändlerin ist ja da, ne? Okay, dann gucken wir mal, was es gibt. Hallo. Guten Morgen, Tommy. Schön, dass du mal vorbeischaust. Womit kann ich dir heute dienen? Zeige mir das Angebot. So. Baseball-Shirt, Regenstiefel. Also die Regenstiefel wären bei dem Frosch schon süß, ne? Ich weiß aber nicht, ob der die anziehen würde. Ah, die Brille. Die Herzchenbrille kriegt er. Die ist gekauft. So, hier bitteschön. Nimm die Moneten. Und gib mir die Brille. Muss ich hier auch bestimmt viel kaufen, dass die ihren Laden hier auf der Insel eröffnet? Ich kaufe einfach alles gleich. Bei allen. Ich habe ja jetzt ein paar Sternis dabei. Wird alles schön leer gekauft wieder. Sie sollen einfach merken, dass hier auf der Insel, hier ist der Profit. Ist der gerade? Nee, nur ein kleiner Fisch. Kein Stör. Ich habe schon immer Panik. Hier, komm her. Oder wo versteckst du dich denn? Da, Prinz. Hier für dich. Zeig her, was krieg ich, was krieg ich? Du kriegst eine Herzchenbrille. Und dann schenke ich dir noch einen lila Pulli irgendwann. Eine Herzchenbrille? Oh, eine Brille. Angeblich helfen die Dinger Leuten besser zu sehen. Und manche tragen sie auch einfach nur, um hübsch auszusehen. Jawoll. Na, wie sehe ich aus? Das ist genau meine Farbe. Danke, Zombie. Ich habe leider kein passendes Geschenk für dich, aber hier 390 Sternis. Danke. I guess. Oh, wie cool ist der Frosch denn jetzt? Jawoll. Ah. Oh. Es ist alles perfekt heute. Heute ist der perfekte Tag. Ach, wie schön. Ja, Leute. Dann war es dies mit den Anfängen unserer neuen Insel. Heute ist ein großer Tag. Beim nächsten Mal werden wir uns um Bauprojekte für Tom Nook kümmern. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann. Euer Zimbelmann.